Willkommen bei OpenSUSE Screencast. In diesem neuen Video möchte ich euch zeigen, wie man ATI-Treiber installiert, also den proprietären Treiber. Und zwar der Grund dafür ist, wenn ihr eine neue Grafikkarte habt und die noch nicht unterstützt wird, oder ihr keine 3D-Unterstützung habt, könnt ihr mit dem proprietären Treiber meistens das nachinstallieren. Da ist das Problem eher, dass die Installation, die ist ein bisschen schwer, denken viele, weil wenn man offiziell auf diesen Artikel stößt, ist es ja nicht gerade sehr einfach zu verstehen. Also haben wir hier diese Artikel, sehr lang. Dann gibt es noch andere Artikel von OpenSLX zum Beispiel. Der ist schon wesentlich einfacher. Und wir haben noch einen speziellen Artikel hier. Kommen wir gleich drauf zurück. Zuerst einmal gucken wir jetzt, ob wir 3D unterstützt haben. Um das rauszufinden, geben wir einfach ein GLX Gears. Oder erstmal GLX Info, Leerzeichen, senkrechter Strich, Leerzeichen, Grab, Direct. Und wenn wir das bestätigen, steht hier Direct Rendering Yes. Wenn da No steht, dann heißt es, dass wir keine direkt Rendering aktiviert haben, das heißt, die Grafikkarte wird nicht direkt angesteuert. So, dann können wir noch einen anderen Test machen, und zwar GLX Gears. Damit testen wir die 3D-Unterstützung. Indem wir das aktivieren, kommt hier so ein Fenster mit sich drehenden Zahnrädern. Und hier steht dann sowas wie 290 Frames in 5 Sekunden. Mehr als 60 FPS wird hier nie stehen, weil das früher missbraucht wurde als Benchmark. Das ist eigentlich nicht dafür gedacht worden. Deswegen wird es auf 60 beschränkt. Wenn ihr ungefähr solche Zahlen hier erhaltet, dann heißt es, ihr habt recht gute, also ihr habt eigentlich perfekt eingestellt, die Treiber. Und wenn das sich hier gar nicht läuft, sondern funktioniert, ist 3D deaktiviert. Und zwar, wie installieren wir das jetzt? Wir sagen einfach, wir haben eine neue Karte und die funktioniert nicht richtig. Also funktionieren die meisten schon. Dann wählen wir hier auf der Seite, wenn wir uns die angucken, entweder laden wir uns jetzt anscheinend hier, wie es hier beschrieben ist, den ATI-Treiber direkt von AMD runter und machen hier so wie hier beschrieben. Das funktioniert auch alles. Hier, das hier ist eher nicht mehr so aktuell, diese Anleitung. Würde ich eher nicht empfehlen, die von OpenSUSE.org. Dann gibt es noch ein super, etwas ganz Tolles, und zwar von Sebastian Siebert. Der hat ein Skript geschrieben, und zwar für AMD Catalyst. Also ist er Catalyst, ist ja seit einiger Zeit, heißt er ATI jetzt AMD. Und mit dem Skript, das der immer aktualisiert, je nach neuer Treiberversion, zum Beispiel jetzt 11.9, ist die neueste, dann müsst ihr nur die Skript runterladen, einen Schritt ausführen und fertig ist es. Und zwar zum Beispiel hier Anleitung mit für 11.3 und 11.4, also OpenSUSE 11.3 und 11.4. Wie macht man das jetzt? Ja, das ist recht einfach beschrieben. Und zwar empfohlene Vorgehensweise. Da geht ihr einfach wie folgt vor. Das kopieren wir einfach und fügen das in die Konsole ein. Und dann geben wir noch den da drunter in die Konsole ein. Was ist das jetzt? Mit dem ersten haben wir aufgefordert, das Skript runterzuladen. Und mit dem zweiten aufgefordert, die Prüfsummendatei herunterzuladen. Womit geprüft wird, ob es korrekt und heruntergeladen ist und keine Fehler passiert sind. Mit dem nächsten hier prüfen wir, ob keine Fehler vorhanden sind. Steht okay, es sind keine Fehler da. Danach müssen wir einfach nur noch hier, wenn das hier so erscheint, müssen wir nur noch das hier machen. Und zwar, ab jetzt sollte man als Root angemeldet sein. Dazu geben wir einfach ein SU, Superuser, das Passwort. So, jetzt sind wir angemeldet als Superuser und geben hier das, was wir eben kopiert haben, ein. Damit ändern wir die Rechte. Und dann müssen wir jetzt nur noch hier
diesen Befehl ausführen. Und zwar sehen wir jetzt hier, ja, wir sehen das hier, den Script hier, written by Sebastian Siebert und so weiter. Und dann sehen wir hier, dass jetzt eine Datei heruntergeladen wird. Hier sehen wir, 5% sind fertig. Ja, anscheinend fehlen noch 5 Minuten. Dann warten wir jetzt noch diese 5 Minuten ab. So, jetzt fehlen noch 20 Sekunden. Ja, und zwar möchte ich noch euch auf was hinweisen. Ihr solltet einen Drucker haben. Oder wenn ihr die Möglichkeit habt, einen zweiten PC zu haben, das wäre empfehlenswert, weil nämlich es können auch Fehler auftreten. Das steht hier unter Troubleshooting. Das sollte man sich ausdrucken vorher lieber oder auf einem zweiten PC öffnen. Beispielsweise, man landet in der Konsole. Da muss man hier diese Schritte hier ausführen. Beziehungsweise diesen einen Schritt hier. Oder man landet nicht mal in der Konsole und sitzt nur vorm schwarzen Bildschirm, dann muss man diesen Schritt hier ausführen. Zwar am besten dann bootet man nicht ganz nicht im Grafikmodus, sondern im Textmodus. So, dann sehen wir hier, es wurde heruntergeladen, alles ausgeführt, fast hier. Sehen hier wurde erkannt, OpenSUSE 11.4, Architektur wurde erkannt. Und ja. Dann gibt es noch hier noch ein paar andere Schritte, die sind aber eher unwichtig, weil die kommen nur im Grafikmodus, dann bootet es richtig und alles ist in Ordnung. Nur halt Effekte sind deaktiviert. Die muss man dann später lösen. So. Wir warten jetzt hier noch auf die Installation. Und zwar sehen wir hier, das RPM-Package wird gebaut. Das heißt, es passt jetzt genau auf unser System das Ganze an. Daher, ich muss euch noch was sagen. Wenn ihr ein Kernel-Update macht, also das kann auch sein, dass es als Auto-Update eingereicht wird, je nachdem, müsst ihr diesen Schritt neu machen, weil es dann zu Fehlern kommen könnte, wenn ihr mit einem anderen Kernel und derselben Version hier versucht zu arbeiten. Weil das ist jetzt genau auf diesen Kernel zugeschnitten und nicht auf alle insgesamt. So, dann ist hier der Installer fertig. Und installiert Pakete. Wir sehen, es sind einige Pakete, die noch installiert werden müssen. Was haben wir da? Zum Beispiel einige Kernel-Pakete hier müssen noch installiert werden. Das heißt, wir müssen noch ein klein wenig warten. Das kann nämlich einige Zeit in Anspruch nehmen. Aus dem Grund möchte ich noch euch auf was anderes aufmerksam machen. Und zwar, ich habe euch ja schon gesagt, hier diese Seite ist sehr gut und es ist echt gut von dem Herrn Siebert, dass er dieses für uns zur Verfügung stellt. Und zwar möchte ich euch noch was anderes hinweisen. Wenn ihr erfahrener seid, dann könnt ihr die auch selber bauen, die Pakete. Dann müsst ihr hier nur das so machen, wie hier steht. Das sind wenige Schritte, aber das ist halt alles das, was jetzt die Script für uns macht. Kann man hier auch selbst machen. Also das heißt, es ist eigentlich keine Erleichterung, das so zu machen. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch warten, bis es fertig ist, der Script. Und dann neu starten und fertig sind wir. Weil ansonsten könnte man auch die Anleitung nehmen auf OpenSLX. Da muss man nur diese Datei runterladen, dass dasselbe, was das Script gerade runtergeladen hat. Dann muss man dieses ausführen und hier diese Option in diesem grafischen Installationsmenü ausführen. Das ist eigentlich nicht viel anders. Daneben muss man halt am Ende noch eine andere Datei ausführen. Und
Und hier steht auch, dass Probleme im Flash-Player auftreten können. Das ist aber eher unwahrscheinlich. Ja, dann haben wir jetzt hier die 99% und es ist vollbracht. Und es lädt wieder was runter. Freuen wir uns schon drauf. Seht ihr auch da, 7 von 9 wurden heruntergeladen. 8 von 9 wird heruntergeladen. Kernel Sims und Patch. Jetzt wird der ganze Rest installiert. Ja, jetzt haben wir 99% und es lädt. Anscheinend eine schwere Installation, denn die dauert jetzt schon über 2 Minuten für 1%. So, wie wir jetzt sehen, wurde es endlich erfolgreich installiert. Gebaut. Installiert, jo. Die letzte Nachricht ist auch wichtig. Please restart your computer and have a lot of fun. Das werden wir jetzt auch tun. Wir machen jetzt einen Neustart und dann melde ich mich wieder mit dem Ergebnis. So, willkommen zurück und wie man sieht, ich lebe noch und das heißt, es hat funktioniert. Jedenfalls denken wir das, ne? Dazu können wir ein paar Tests ausführen, ob es wirklich funktioniert hat. Der erste ist ganz einfach. Wir öffnen Conqueror. Und dann warten wir, bis es geöffnet ist. Dann gehen wir einfach oben in die Zeile sysinfo Doppelpunkt slash ein. Lädt ein bisschen und wir sehen Treiber FGLRX und ATI. Das heißt, es hat schon mal funktioniert. Also der Treiber wird jedenfalls angezeigt. Wir finden jetzt raus, ob es wirklich uns das gebracht hat, im Sinne von Beschleunigung und so. Wir können jetzt immer noch die Tests von eben ausführen, bringen uns aber eher weniger. Es gibt dafür andere spezielle Tests, und zwar gibt es die Tests FGL-GLX Gears, kennen wir von eben. Nee, das ist der andere Testversion von dem offiziellen ATI-Treiber. Und zwar, wenn wir das jetzt warten, dann kommt hier schon mal ein anderes Bild. Das sieht schon mal anders aus. Hier stehen dann 254 Frames per Second. Es wird immer mehr. Kleiner Hinweis: Wegen der Bildaufzeichnungssoftware, die ich verwende, hängt es ein klein wenig. Das heißt, eben hatte ich 800 Frames per Second. Aber es macht ja nicht so viel. Dann können wir auch noch andere Tests machen. Zum Beispiel hätten wir dann noch FGLRX Info. Da sehen wir dann halt hier, welche Version benutzt wird. Auf jeden Fall, wir haben gesehen, es funktioniert. Somit lassen sich auch neue, ganz brandneue Karten unter OpenSUSE verwenden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Video. OpenSUSE Screencast.